Timo, wichtiges Spiel heute. Es ging um das Duell der Spitzenverfolger. Für euch ging es darum, an der Spitze dran zu bleiben. Das habt ihr heute leider nicht geschafft. Wie sind die Emotionen? Ja, das ist natürlich enttäuscht nach so einem Spiel. Vor allem, wenn man den Spielverlauf sieht, erste Halbzeit neutralisieren sich beide Mannschaften ziemlich. Zweite Halbzeit dann zwei Riesenchancen auf unserer Seite. Und dann pfeift der Schiedsrichter einen Elfmeter, wo, ja, da muss er sicher sein in dem Moment, und das war er sich auf gar keinen Fall. Er steht 40 Meter weg und der Ball ist ganz klar außerhalb. Der 16er ist ein Elfmeter, 1-0. Und dann wird es schwierig gegen die beste Defensive und ja, schade. Was soll man sagen? Habt ihr denn die Leistung bringen können, die ihr euch vorgenommen habt, und die Strategie umsetzen, die ihr euch vorgenommen habt? Ja, wir wussten, dass Mörsch vor allem über die Mitte kommt. Da haben wir versucht zuzumachen. Das haben wir, denke ich, wie gesagt, geschafft. Bis auf die 12 Meter waren keine Großchancen dabei von Mörsch, meines Erachtens. Wir hatten uns ein, zwei, wie gesagt, rausgespielt. Und dann so im Spiel muss man die halt machen, sonst geht bald das Spiel verloren. Generell habe ich heute wenig Großchancen auf beiden Seiten gesehen. Das ist richtig, ja. Wie gesagt, Mörsch finde ich bis auf die Elfmeter gar keine. Wir die zwei in der zweiten Halbzeit zu Beginn. Einmal von mir, einmal vom Andi Mall. Und wenn wir die machen, dann steht zumindest 1-0. Und ja, wer weiß, wie es dann weitergeht. Ich glaube, dass derjenige, der das erste Tor gemacht hat, heute das Spiel gewonnen hätte. Wären wir es gewesen, hätten wir es gemacht. So war es Mörsch. Wie geht es jetzt für euch weiter? Was für Ziele werdet ihr jetzt verfolgen? Wollt ihr versuchen, auf Fehler der Spitzenreiter zu warten? Und ja, wie geht es dann gegen den nächsten Gegner, SG Siemens Karlsruhe, weiter? Ja, wir haben jetzt noch 5 Spiele. Wir wissen, dass Siemens im Moment sehr stark ist. Wir wollen natürlich versuchen, das letzten 5 Spiele noch erfolgreich zu gestalten. Es sind 15 Punkte, die uns vergeben sind. Das heißt, wir machen uns Hoffnungen. Wir gehen jetzt unsere Spiele, gucken, wie Mörsch spielt. Wir haben ein hartes Restprogramm. Auch Nürnberg-Weiher sind momentan nicht so sattelfest. Aber wie gesagt, Hoffnung groß machen wir uns da keine. Wir warten halt ab, wie die letzten 5 Spiele sind. Wir versuchen uns so zu gewinnen und dann am Ende sehen wir. Auf jeden Fall ist für uns ein Riesenerfolg die Saison. Damit hat keiner gerechnet, dass wir so lange oben mithalten. Und eigentlich können wir zufrieden sein, aber nach so einem Spiel natürlich Enttäuschung erstmal groß. Timo, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche noch viel Erfolg. Vielen Dank. Schönen Tag noch und schönen 1. Mai.